eToro präsentiert den Spieltagscheck. Moin und herzlich willkommen zur Pokalausgabe unseres Spieltagschecks. Wir treten am Sonntagabend in Braunschweig an der Hamburger Straße an und treffen um 18.30 Uhr auf die Eintracht. Und auch heute haben wir natürlich wieder einen besonderen Gast, einen Experten an unserer Seite, und das ist Manuel Winzheimer. Vinzi, schön, dass du dabei bist. Servus. Ja, ihr habt bis gerade eben im Volkspark trainiert. Erzähl uns doch mal, wie lief die Trainingswoche für euch? Ja, war eine relativ kurze, intensive Woche für uns. Am Anfang natürlich wieder Vollgas gegeben und jetzt zum Schluss wieder ein bisschen rausgenommen. Und jetzt haben wir uns gut vorbereitet auf das Spiel. Der Pokal steht an. Heißt das für euch, es gibt eine andere Vorbereitung als in der Liga, oder sieht das eigentlich identisch aus? Eigentlich ist es identisch, weil es ein Spiel ist, wo wir auch gewinnen wollen. Natürlich ist Pokal immer was Besonderes und wir versuchen das auf jeden Fall zu gewinnen. Die letzte Partie, die wir bislang gegen Braunschweig gespielt haben, liegt gar nicht so lange zurück. Es war am letzten Spieltag der zweiten Liga in der Vorsaison. Der Kader hat sich natürlich, dadurch, dass sie die Liga geändert haben, sie sind jetzt abgestiegen in die dritte Liga, verändert. Kannst du trotzdem eine Einschätzung eingeben, wie du den Gegner siehst, wie du den Gegner einschätzt? Ja, ich glaube, Braunschweig dürfen wir nicht unterschätzen. Die haben natürlich noch viel Qualität auf dem Platz, haben natürlich noch ein paar Spieler vom letzten Jahr. Ich glaube, wir müssen da auch an unsere Grenzen gehen, dass wir dann die nächste Runde dann klar machen können. Und deswegen müssen wir da uns voll fokussieren. Der Pokal ist ein K.O.-Wettbewerb. Was bedeutet er für dich und welchen Reiz macht es immer aus? Der Pokal ist immer geil. Ich glaube, vor 3 Jahren waren wir im Halbfinale. Das ist natürlich was Besonderes und es ist immer geil, dann, wenn man weit kommt und die Runde für Runde immer weiterkommt. Das war der erste Teil unseres Spieltagschecks mit dem Fokus auf den Pokal. Und jetzt schauen wir erstmal, was diese Woche im Volkspark los war. Raus aus dem Liga-Alltag und rein in das Pokalvergnügen, heißt es in dieser Woche für unsere Rothosen. Doch auch für den DFB-Pokal hat unser Cheftrainer Tim Walter klare Vorstellungen. Deswegen nehmen wir das genauso ernst wie jedes Spiel auch, weil für uns ist jedes Spiel ein Stück weit dazu da, dann auch besser zu werden, zu lernen und trotzdem erfolgreich zu sein. Und wir wissen aber, wie schwer das werden wird, weil ich schon auch Braunschweig aufgrund dessen, dass sie einen guten Kader haben, jetzt auch nochmal 2 neu bekommen haben, schon so einschätze, dass sie auch in der dritten Liga ein Wörtchen mitreden können. In jedem Fall kein Wörtchen in Braunschweig mitreden können, werden Tom Mickel und Robin Meissner, die weiter individuell an ihren Comebacks arbeiten. Ebenfalls schuftet Stefan Ambrosius nach seinem Kreuzbandriss fleißig an seiner Rückkehr ins Team. Außerdem nicht mit dabei Neuzugang Jonas Meffert. Ja, Meffert ist immer noch so ein bisschen traumatisiert. Also Schleudertrauma eher, und er tut sich schon noch schwer, gerade bei schnellen Bewegungen. Also war jetzt schon ein Hieb, den er abgekriegt hat, der nicht so einfach wegzustecken war. Deswegen werden wir definitiv am Wochenende eher eine Pause für ihn einlegen. Vor 3 Jahren ging die Reise des HSV bis in das Halbfinale. Auch Trainer Tim Walter machte bereits im Pokal Bekanntschaft mit dem HSV, als er vor 2 Jahren als Trainer des VfB Stuttgart den Pokaltrip des HSV beendete. Sieg oder Flieg, ein Modus, der Tim Walter definitiv gefällt. Ja, und ich finde es einfach schön, wenn man Do-or-Die-Spiele hat, wenn man auf Messerschneide ist und trotzdem noch am Ende gewinnen will und eine Runde weiterkommen will. Das stärkt auch die Sinne. Ja, das stärkt auch die Mannschaft nochmal in ihrem Tun. Und wir wollen immer gewinnen, wir wollen uns immer verbessern, wir wollen uns immer entwickeln. Und dafür sind solche Spiele auch gut. Und deswegen freuen wir uns sehr darauf, im Pokal uns messen zu dürfen mit Mannschaften, egal aus welcher Liga. Und so gilt es für unsere Jungs in Braunschweig, den ersten Schritt zu machen, um es auch wirklich ein Pokalvergnügen werden zu lassen. Wir sind zurück im Volkspark und schauen jetzt mit Manu ein bisschen auf die persönliche Geschichte. Denn du hast mit unserem neuen Trainer, Tim Walter, der jetzt seit 2 Monaten hier im Amt ist, bereits zusammengearbeitet, damals in der U17 bei den Bayern. Und erzähl uns doch mal, wie war es damals? Konnte man das vergleichen vom Fußball, den er mit euch gespielt hat? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall noch einiges mitnehmen können von damals. Wusste schon, wie er das macht, wie er sein Spielstil hat. Ist ja schon besonders von hinten raus, wie risikohaft wir das spielen, aber es macht auf jeden Fall Bock und wir freuen uns, dass wir so offensiv spielen können.
Die Herangehensweise des Trainers, es hat sich ja einiges geändert jetzt auch auf dem Platz, das haben viele Zuschauer schon gesehen, aber hat sich die zu damals denn geändert? Also kannst du da irgendwas erkennen oder würdest du sagen, das ist einfach der Stil, den er immer durchgezogen hat? Nee, ist der Stil, den er durchgezogen hat. Er hat immer so offensiv gespielt, mit den Innenverteidigern reinlaufen, Hauptsache jede Position ist besetzt und offensiv nach vorne spielen und so die Chancen kreieren. Du hast es jetzt gerade schon angeschnitten. Kannst du für unsere Zuschauer, die vielleicht nicht ganz so tief drin sind, einmal erklären, wie sich der Fußball jetzt anders auszeichnet als in der Vorsaison? Ja, der Trainer will nicht, dass wir lange Bälle spielen, will immer, dass wir fußballisch die Lösung suchen. Lieber einen Fehler mehr machen, wie weniger machen und immer offensiv nach vorne spielen und dann so unsere Chancen kreieren und dann den Zuschauern auch ein Feuerwerk nach vorne anbieten. Für diejenigen, die das Training häufig beobachten, ist eine Sache aufgefallen in eurer Zusammenarbeit. Er nennt dich immer Muni. Ist das ein Relikt aus alter Zeit? Und kannst du uns vielleicht sagen, woher der Spitzname kommt? Ja, also den habe ich damals bei Bayern gehabt wegen Munition, Muni. Das hat er natürlich nicht vergessen. Und das will er immer noch beibehalten. Und so kennt er mich und deswegen macht er das. In dieser Saison bist du in beiden Ligaspielen gestartet. Wie happy bist du denn mit der Rolle, die du eingenommen hast, die sicherlich ein bisschen anders ist im Gegensatz zu der, die du damals unter Tim Walter eingenommen hast? Ja, ist ein bisschen anders, ein bisschen mehr auf dem Flügel. Ich bin happy, dass ich spielen darf, so der Mannschaft helfen kann und ich bin froh über jede Minute. In der vergangenen Saison hast du 3 Treffer erzielt und 12 serviert. Ist das ungefähr auch ein Maßstab, was du sagst an Scorerpunkten? Da möchte ich wieder hin zum Ende der Saison oder hast du dir andere Ziele gesetzt? Nee, also Ziel habe ich mir nicht gesetzt. Erstmal, dass wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und dann zusammen halt ein größeres Ziel haben. Ich schaue jetzt nicht auf meine Ziele, sondern einfach das Beste zu geben, was ich der Mannschaft geben kann und dann hoffen wir, dass es dann am Schluss reicht. Wir versuchen, den Kreis zu schließen und auf den Pokal bezogen. Du hast da bislang noch keinen Scorerpunkt erzielt. Ist das denn ein kurzfristiges Ziel, das du dann anvisierst für Sonntag? Natürlich wäre es schön, wenn ich da ein Tor erzielen könnte oder einen vorbereiten könnte. Und das Wichtigste ist aber, dass wir gewinnen. So sieht's aus. Und bevor wir in unsere geliebte Crunch-Time gehen, schauen wir jetzt erstmal im Gegnercheck auf die Eintracht aus Braunschweig. Der Saisonstart verlief für Eintracht Braunschweig nicht so wie geplant. Der Absteiger steht nach den ersten 2 Spieltagen der dritten Liga mit einem Punkt auf Platz 17. Am vergangenen Wochenende setzte es gegen Aufsteiger Viktoria Berlin eine 0:4 Niederlage. Auf Cheftrainer Michael Schiele wartet so noch einiges an Arbeit. Der 43-Jährige stand in der vergangenen Saison noch in Würzburg und Sandhausen an der Seitenlinie und übernahm die Eintracht nun zum Beginn der neuen Saison. Trotz des Abstiegs konnten einige wichtige Stützen im Kader gehalten werden. Torhüter Jasmin Fesic führt seine Mannschaft in dieser Saison als Kapitän aufs Feld. Auch der letztjährige Top-Torschütze Nick Proschwitz bleibt an der Hamburger Straße. Im offensiven Mittelfeld spielt mit Martin Kobylanski außerdem einer, der weiß, wo im DFB-Pokal das Tor steht. Im Erstrundenmatch gegen Hertha BSC im letzten Jahr erzielte er beim 5:4 Sieg der Braunschweiger einen Dreierpack. Wir sind zurück, gehen jetzt in die Crunch-Time. Vinzi, du hast beim letzten Mal in der vergangenen Saison 6 Punkte erzielt. Was ist dein Ziel für heute? Mal schauen. Besser werden wahrscheinlich. Ja. Mal gucken. Immer ein Stück besser werden. für alle Fans, die Crunch-Time noch nicht kennen, es ist so, dass der Spieler 60 Sekunden lang die Zeit hat, den Ball hochzuhalten und dabei möglichst viele Fragen richtig zu beantworten. Sollte der Ball vorher den Boden berühren, dann wird die Zeit gestoppt und die richtigen Antworten bis dahin werden gezählt. Falls du eine Frage nicht beantworten kannst, kannst du einfach weitersagen. Und ansonsten hast du noch Fragen, Vinzi? Nein. Wir legen los, 60 Sekunden ab jetzt. Wie viele Scorerpunkte hast du in der vergangenen Saison erzielt? 15. Richtig. Für wen wurdest du bei deinem HSV-Debüt eingewechselt? Von weiter. Gegen welchen Gegner war das? Kiel. Richtig. Wie viele Treffer hast du in deiner ersten Saison erzielt? 3. In der vergangenen Saison wurdest du in 32 Partien eingesetzt. Nenne uns einen Gegner, gegen den du nicht dabei warst. Aue. Richtig.
Welcher Spieler, mit dem du in der Bayern-Jugend und beim HSV zusammengespielt hast, wird in der kommenden Saison für deinen ehemaligen Jugendverein Greuther Fürth auflaufen? Adri Fein. Richtig. Du hast in deiner Karriere bislang 4 Dreierpacks erzielt. Nenne 2 Gegner, gegen die du es geschafft hast. Lautern. Falsch. Wer ist amtierender DFB-Pokalsieger? Oh, weiter. Welches Team führt momentan die Tabelle der zweiten Bundesliga an? Weiter. Welchen Platz belegte die Eintracht aus Braunschweig in der Vorsaison? 17. Richtig. Gegen wen hast du dein U21-Debüt gefeiert? Das war's. Vinzi, du hast 6 Fragen richtig beantwortet. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, war okay. Hätte besser sein können, aber erstmal bin ich damit zufrieden. Konstante Leistung gezeigt. Ja, das war es soweit vom Spieltagscheck. Einige von euch haben es vielleicht gesehen. Wir haben neue Ware im Online-Shop. Wir verlinken diesen Pullover für euch in der Infobox. Und jetzt sagen wir erstmal nur der HSV und wünschen euch ein schönes Wochenende. Moin HSV-Fans, jetzt hier unseren Kanal abonnieren oder hier ein weiteres Video anschauen.